Servus Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr den zweiten Teil vom Barrio Bolzplatz anschaut. Im ersten Teil habe ich schon über die Struktur und die Spielertypen des Bolzplatz geredet. Und in diesem Teil werde ich auf die Art des Fußballs, der gespielt wird, eingehen und auf die Atmosphäre auf dem Bolzplatz. Also viel Spaß bei dem Video. Meine persönliche Mission hier in Spanien ist, mehr über den Fußball zu erfahren. Ich will persönlich ein globaleres Bild vom Fußball bekommen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Immer wenn ich neue Erfahrungen mache, dann will ich sie mit euch teilen und dadurch könnt ihr vielleicht auch dazu lernen. Also, erster Punkt, Art des Fußballs. Der Fußball, der dort gespielt wird, hängt natürlich immer von den Spielern ab, also von dem Team. Aber eins ist sicher, den 1 gegen 1 Situationen kann man nicht entgehen. Manchmal sind die schwieriger, manchmal sind die aber einfacher. Defensivtaktik kommt auch natürlich immer aufs Team drauf an. Bei uns war es jetzt so, dass immer mal wieder, wenn der gegnerische Torwart den Ball hatte, dass die Jungs dann gerufen haben, Manndeckung, also 1 gegen 1, jeder nimmt sich einen Gegenspieler und verteidigt den Spieler. Aber es kommt auch häufig dazu, einfach dass dadurch, dass Spieler vorne stehen bleiben, dass dann Unterzahlsituationen in der Verteidigung entstehen. Ich würde sagen, dass insgesamt das Offensivverhalten 1 gegen 1 auch besser ist als das Defensivverhalten individuell. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass wenn die Spieler den Ball haben, dass sie dann mehr Ehrgeiz haben und engagierter sind, wie wenn sie nicht den Ball haben. Offensiv ist es häufig so, wenn der Torwart den Ball hat, dadurch, dass es keine Rückpassregel gibt, kann der jederzeit angespielt werden. Dann passt er einem Spieler und dann greifen häufig drei Spieler an. Und ein Spieler sichert ein bisschen ab. Was natürlich klar ist, dass nicht mit einer krassen Taktik gespielt wird, wie man es zum Beispiel machen könnte im 4 plus 1. Das hat mir einmal mein Trainerkollege und ein guter Freund Sascha sehr schön erklärt. Und zwar, dass man halt mit dem Torwart probiert, eine 3 gegen 2 Situation zu schaffen im Spielaufbau. Dass man das dann so ausspielt, dass man die erste gegnerische Linie überspielen kann und dann mit dem Ball im Dribbling, im besten Fall im Tempo, in die nächste 3 gegen 2 Situation kommt, in der gegnerischen Hälfte und dann mit einfachen Laufwegen oder einem Hinterlaufen, einem Doppelpass, Gegnerbindung, so dann zum Torabschluss kommt. Dafür ist natürlich wichtig, dass die eigenen zwei Angreifer Tiefe schaffen, also schön hochschieben, dadurch zwei Gegner binden. Und wenn der Gegner sich da sozusagen nicht locken lässt, dann gibt es immer einen freien Mann in der gegnerischen Hälfte, dann kann man den entweder anspielen. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn der Gegner tief steht, dass der Torwart entweder weiter mit vorgeht. Auf jeden Fall auch mit Laufwegen oder Rotationen und Kreuzen gearbeitet wird, dass einfach so ein Spieler freigespielt wird und man eben in eine Überzahlsituation kommt und diese dann gut ausspielen kann. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man das auch machen könnte. Aber das ist natürlich Bolzplatz und da ist es auch schön, oder ich feiere es auch, dass jeder da unterschiedliche Art hat, an die Sache heranzugehen. Es immer mal wieder darum geht, einen schönen Spielzug durchzuführen. Mal geht es darum, das Tor zu machen, mal geht es auch einfach nur darum, das 1 gegen 1 ist gegen Kollegen zu gewinnen. Das hat oder macht mir auf jeden Fall extrem Spaß und ist auch echt schön, dass nicht alles so strukturiert ist. Weil ich auch echt, muss ich echt sagen, echt lange nicht mehr auf dem Bolzplatz war. So, letzter Punkt vom Barrio Bolzplatz. Und zwar geht es um die Atmosphäre. Ich persönlich wurde, als ich hingekommen bin, sehr gut aufgenommen. Ich war auch schon ein paar Mal davor einfach da zum Zuschauen, habe auch mal einmal gefragt, ob ich filmen kann und habe dann so mit den Leuten geredet, habe danach auch mit denen gekickt. Außerdem, was ich halt als Fußballer auch mega feier, dass immer mal wieder gepöbelt wird, also von der Seite die Leute, die gerade nicht kicken, die reden miteinander, rufen dann irgendwas rein, feuern irgendwie ein Team an. Vale, si meu. Buena, gol. Und pöbeln ein bisschen gegen das gegnerische Team. Immer mal wieder merkt man auch, dass es wie so kleine Rivalitäten gibt zwischen zwei Teams.
dass die halt immer, wenn die aufeinandertreffen, dass dann ein bisschen härter zugeht. Was aber allgemein immer ist, und das gefällt mir eben auch richtig gut, dass halt einfach alle kicken wollen. Alle haben Bock zu spielen, niemand hat Bock lange zu diskutieren, und deshalb, immer wenn es irgendeine strittige Szene gibt, dann wird es auch relativ schnell geklärt. Man muss halt dann mal irgendwas akzeptieren, wenn man nicht so integriert ist auf dem Bolzplatz. Ja, und deshalb also bin ich sehr zufrieden, dass ich hier den Bolzplatz auch direkt in der nächsten Straße habe. Wenn ich meine nächsten Fußballerfahrungen mache, dann lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir immer privat schreibt oder in die Kommentare schreibt, was euch gefällt, was ihr noch wissen wollt, was euch interessiert. Und dann können wir hoffentlich alle voneinander lernen. Ihr wisst, ich feiere es. Also, wir sehen uns, haut rein.